Hallo erstmal. Ich stelle Ihnen heute das Produkt Dacor vor. Was sind die Ziele von Dacor? Die einzelnen Ziele werde ich auf den folgenden Folien dann detailliert beschreiben, aber grundlegend geht es erstmal um die Sammlung von Daten aus möglichst jedem System der IT-Landschaft und die transparente Darstellung der eingelesenen Daten über Webfrontends. Des Weiteren bietet Dacor viele Tools zur Analyse und Bereinigung der Daten. Wir beziehen verantwortliche Personen, wie beispielsweise Abteilungsleiter, Systemverantwortliche oder auch Rechteverantwortliche ein. In den verschiedenen Sichtweisen gibt es dann die Möglichkeit einer Rezertifizierung der Bestätigung der Daten. Es kann ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt werden von einem in Dacor hinterlegten Rollenmodell. Es können bestimmte Regelwerke definiert werden und diese kontinuierlich geprüft werden. Falls Regelverstöße eintreten, können aus Dacor heraus aktiv Benachrichtigungen an die jeweiligen Verantwortlichen geschickt werden, die sich dann um diesen Regelverstoß kümmern können. Des Weiteren hat man noch die Möglichkeit, bei fehlerhaften Berechtigungszuweisungen auch direkt über das Frontend die Löschung dieser Berechtigungszuweisung zu initiieren. Wie arbeitet Dacor? Wir versuchen herstellerunabhängig und systemübergreifend alle Daten aus den jeweiligen Zielsystemen auszulesen. Dabei geht es einmal um Mitarbeiterstammdaten, um Benutzerkonten, Berechtigungen und die Berechtigungszuweisungen. Hier in diesem Beispiel sehen wir jetzt eine Auswertung bei einem unserer Kunden und wir sehen hier, dass sowohl ein NetIQ E-Directory, ein Microsoft Active Directory oder auch als Cloud-Anwendung ein Office 365 angebunden sind. Die eingelesenen Daten landen dann in Dacor in folgendem Datenmodell. Als zentralen Punkt sehen wir immer die natürliche Person, den Mitarbeiter im Unternehmen. Wenn wir die Mitarbeiterdaten beispielsweise aus einem HR-System oder einem Verzeichnisdienst ausgelesen haben, geht es weiter mit den Systemanbindungen. Wir lesen die Benutzerkonten aus und weisen diese über bestimmte Matching-Mechanismen den natürlichen Personen zu, dass man am Ende eine Gesamtauswertung bekommt. Wir haben einen Mitarbeiter, Michael Müller, und der hat in folgenden Systemen Benutzerkonten und über diese Benutzerkonten dann auch wieder Berechtigungen erhalten. Des Weiteren gibt es noch Dacor-interne Zuweisungen, die sehen wir oben in der Grafik. Das ist beispielsweise eine Person-Manager-Zuweisung, eine Vorgesetzte-Struktur kann abgebildet werden, sodass dann ein Abteilungsleiter in der Lage ist, über das Dacor-Frontend die Berechtigungen der ihm zugewiesenen Mitarbeiter zu kontrollieren. Dann gibt es eine System-Manager-Zuweisung. Hier ist die Person dafür verantwortlich, das komplette System im Griff zu haben. Über das Frontend können die Benutzerkonten und Berechtigungen ausgewertet werden. Bei einer Rights-Manager-Zuweisung geht es speziell um kritische Berechtigungen, die einer Person zugewiesen sind. Diese Berechtigung gilt es dann auch wieder zu prüfen, zu zertifizieren oder gegebenenfalls zu löschen. Über die Proxy-Vertretungszuweisung kann ein Mitarbeiter, der sich aktuell im Urlaub befindet oder für längere Zeit krank ist, einen Vertreter definieren, der dann seine Aufgaben im Dacor-Frontend erledigen kann. Eine weitere Möglichkeit, Daten auszuwerten, ist das Hinterlegen eines sogenannten Soll-Rollenmodells. Auf das Rollenmodell gehe ich in der späteren Folie dann nochmal genauer ein. So, wie kann Dacor herstellerübergreifend die Daten abgreifen? Also wir haben eine Vielzahl nativer Konnektoren, die sich direkt mit dem Zielsystem verbinden und die Daten auslesen. Ist keine native Anbindung möglich, haben wir auch die Möglichkeit, über Exports im CSV- oder XML-Format zu arbeiten und die Daten so ins Dacor-System zu importieren. Das Dacor-System ist kein Realtime-Monitoring-System, sondern es läuft ein Scheduler, der zeitgesteuert die Systemanbindung durchführt, die Daten abgreift, zum Vorlauf eine Differenzbildung durchführt und die Events in der Dacor-Datenbank festhält. Es werden zu jedem Datensatz historische Events geschrieben, das heißt, man kann nachvollziehen, wann wurden Benutzerkonten in den Systemen erstellt, wann wurden Benutzerkonten gelöscht oder wann sind Berechtigungen vergeben bzw. entzogen worden. Das Einlesen und die transparente Darstellung ist ein Benefit von Dacor, aber der eigentlich wichtige Punkt ist dann die kontinuierliche Auswertung, Analyse und Bereinigung der eingelesenen Daten. Zur Auswertung bieten wir zwei Frontends an. Das ist einmal ein personalisiertes User-Frontend, das je nach Funktion oder Aufgabe bestimmte Sichtweisen zur Kontrolle der Daten liefert.
Über das DACOR-User-Frontend kann dann auch die Analyse und Bereinigung durchgeführt werden. Es können Rezertifizierungen angestoßen werden. Es können Löschungen von fehlerhaften Berechtigungszuweisungen initiiert werden. Und es kann der Soll-Ist-Vergleich eines hinterlegten Rollenmodells durchgeführt werden. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, sich die Daten auch in Excel- oder PDF-Form zu exportieren, falls mal Wirtschaftsprüfungen anstehen und der Prüfer irgendwelche Exports wünscht, kann das dann auch über das Frontend geschehen. Parallel dazu gibt es ein administratives Frontend. Über das Admin-Frontend wird die gesamte Systemkonfiguration gesteuert, die Systemanbindungen werden konfiguriert und man hat ein globales Reporting über alle eingelesenen Daten. Man kann sich Personendaten anschauen, kann sich Benutzerkonten anschauen, die Berechtigung dahinter etc. Und auch hier hat man wieder die Möglichkeit, das Ganze in PDF und Excel-Reports zu exportieren. Ja, wie bewertet man die Daten in DACOR? Personenverantwortliche, Systemverantwortliche oder Rechteverantwortliche haben über ihre speziellen Sichtweisen im Frontend die Möglichkeit, die Daten zu bewerten und zertifizieren bzw. löschen zu können. Hier sehen wir jetzt ein Beispiel, eine Sichtweise eines Abteilungsleiters, der die Berechtigung des ihm zugewiesenen Mitarbeiters Sebastian Rabau prüfen muss. Man sieht hier jetzt die Auflistung der Benutzerkonten, die dieser Mitarbeiter in den verschiedenen Systemen hat und auch die Berechtigungszuweisungen, die er über das jeweilige Benutzerkonto erhalten hat. Man hat jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, wenn ich diese Berechtigungszuweisung als valide, als richtig ansehe, über die Aktionsbuttons rechts hinten zu sagen, ich möchte das Ganze mit zertifizieren. Das wurde jetzt hier gemacht und die Zertifizierung ist aktuell noch 99 Tage gültig. Nach den 99 Tagen werden die Berechtigungen dann zur Rezertifizierung erneut vorgelegt. Ja, wie geht man damit um, wenn eine fehlerhafte Berechtigungszuweisung auffällt? Hier sehen wir jetzt die gleiche Sichtweise wie eben. Gehen nur davon aus, dass die Berechtigung Consulting fehlerhaft dem Benutzerkonto S-Rabau zugewiesen wurde und haben jetzt dann auch die Möglichkeit, über die Aktionsbuttons nicht zu sagen, ich möchte das Ganze zertifizieren, sondern ich möchte die Löschung dieser Berechtigungszuweisung initiieren. Was im Hintergrund passiert, ist relativ flexibel. Das kann sein, dass wir eine E-Mail-Benachrichtigung an den Systemverantwortlichen schicken, der diese Berechtigungszuweisung zu löschen hat. Es kann beispielsweise ein Ticketsystem, ein Ticket eröffnet werden per Webservice-Schnittstelle oder beispielsweise einem Identity-Management-System ein Löschantrag gestartet werden. Ja, wie kontrolliert man diese Daten dann dauerhaft, wenn man einmal als Abteilungsleiter über die Berechtigung seiner Mitarbeiter gegangen ist, hat seine Zertifizierung durchgeführt, interessiert eigentlich beim nächsten Blick auf das Frontend nur noch, was hat sich seit der letzten Rezertifizierung geändert. Deshalb haben wir hier diesen Filter unzertifizierte Zuweisung und bekommen jetzt nur noch zu sehen, was hat sich seit meiner letzten Zertifizierung geändert und ist somit in der Lage, jetzt die Veränderungen zu bewerten. Hier sehen wir jetzt zwei Zuweisungen. Das ist einmal eine offene Berechtigungszuweisung, die wurde bisher noch nie bewertet, die wurde neu vergeben. Und eine überfällige Berechtigungszuweisung, die war schon mal zertifiziert, das Rezertifizierungsintervall ist allerdings überschritten und muss dementsprechend erneut bewertet werden, ob das Ganze jetzt erneut zertifiziert oder gelöscht wird. Dann kommen wir zur Kontrolle eines hinterlegten Rollenmodells. In DACOR ist es möglich, ein Rollenmodell abzubilden. Das Rollenmodell bezeichnet dann den Ist-Stand. Also wir können verschiedene Rollen definieren für Abteilungen. Den Rollen werden Berechtigungen zugewiesen. Wie sollten die Berechtigungen innerhalb dieser Abteilung eigentlich sein? Und dieses Soll-Rollenmodell kann dann gegen den Ist-Stand, den Daten aus den Zielsystemen, die wir ausgelesen haben, kontrolliert werden. Das ist dann der sogenannte Soll-Ist-Vergleich, der im Endeffekt prüft, wie konform sind die Daten des Soll-Rollenmodells zu dem aktuellen Ist-Stand. Gibt es eventuell fehlende Berechtigungen, die ein Mitarbeiter aufgrund des Rollenmodells haben müsste, effektiv im Zielsystem nicht hat? Oder noch kritischer, gibt es Überberechtigungen, die dem Mitarbeiter eigentlich aufgrund des Rollenmodells nicht zustehen würden, die er aber tatsächlich hat. Und diese Überberechtigungen stellen dann ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. Genau, hier sehen wir jetzt den Soll-Ist-Vergleich im Frontend. Wir sehen hier wieder die Rollenzugehörigkeiten des Mitarbeiters Sebastian Rabau. Wir sehen, dass ihm die Rolle Consulting-Mitarbeiter zugewiesen ist und über die Rolle Consulting-Mitarbeiter sollte er die unteren Berechtigungen erhalten haben. Über den grünen Haken erkennt man auch, dass diese Berechtigung tatsächlich so im Zielsystem vergeben ist. Im Reiter fehlende Berechtigung sehen wir jetzt genau die Berechtigung, die er aufgrund des Rollenmodells haben sollte, die ihm aber im Zielsystem nicht vergeben wurden.
Und in dieser Übersicht wichtigsten Reiter, den Überberechtigungen, sehen wir jetzt hier die Berechtigung, die er eigentlich gar nicht haben dürfte, die er aber tatsächlich im Zielsystem hat. Und diese Berechtigung gilt es dann besonders, sage ich mal, zu bewerten, zu kontrollieren und zu zertifizieren oder dementsprechend zu löschen, falls es einfach fehlerhafte Berechtigungszuweisungen sind. Genau, jetzt kommen wir noch kurz zur Auswertung der historischen Events. Hier sehen wir jetzt auch die historischen Events zu dem Mitarbeiter Sebastian Radau, gefiltert nach Erstellung von Benutzerkonten. Das heißt, man sieht, wann wurden die Benutzerkonten in dem jeweiligen Zielsystem erstellt. Und je nach Filterung können dann hier auch die Events oder wann wurde ein Benutzerkonto bearbeitet, im Endeffekt eingesehen werden. Mit dieser Filterung sehen wir jetzt die Erstellung von Berechtigungszuweisungen, also wann hat ein Mitarbeiter in dem jeweiligen Zielsystem eine Berechtigung erhalten und um welches Zielsystem geht es, um welches Benutzerkonto und welche Berechtigung wurde im Endeffekt vergeben. Dann haben wir auch noch einen sehr wichtigen Punkt für die allgemeine Kontrolle der eingelesenen Daten, und das sind Regelwerke, die wir in DACOR hinterlegen können. Das heißt, man kann beispielsweise definieren, dass ein Mitarbeiter niemals gleichzeitig Recht A und Recht B in einem System haben sollte. Die klassische Funktionstrennung. Es darf keine unzertifizierten Überberechtigungen geben, laut Soll-Ist-Vergleich. Und es darf beispielsweise keine aktiven Mitarbeiter geben, wenn das eigentliche Personalkonto der Mitarbeiter eigentlich gar nicht mehr im Unternehmen tätig ist. Und diese Regelwerke können kontinuierlich geprüft werden und bei Regelverstößen können dann E-Mail-Benachrichtigungen verschickt werden an gewisse Personenkreise, die das Ganze zu prüfen und eventuell zu bereinigen haben. Genau, kommen wir noch kurz zu den Fakten rund um DACOR. Also wir bieten eine sehr schnelle und einfache Implementierung. Ein kleines Beispiel ist eine sogenannte DACOR-Schnellanalyse von 2 Tagen. Innerhalb dieser 2 Tage findet die ganze Grundinstallation des DACOR-Systems statt. Wir binden 2 bis 4 Systeme an und gehen mit dem Kunden dann über die eingelesenen Daten und besprechen und machen schon erste Auswertungen der eingelesenen Daten. Sie haben direkte Ergebnisse ohne langwierige Vorarbeiten. Und gerade im Beispiel von Wirtschaftsprüfungen müssen Sie jetzt nicht mehr tagelang mit mehreren Mitarbeitern da sitzen und irgendwas für den Wirtschaftsprüfer vorbereiten, sondern die Daten sind aktuell immer im DACOR-System enthalten und können entweder per Frontend-Darstellung oder per Export den Prüfern zur Verfügung gestellt werden. Das Ganze sind praxiserprobte Funktionalitäten. Auch die Weiterentwicklung basiert eigentlich immer auf der Kommunikation mit unseren Kunden. Was könnte noch wichtig sein? Was macht allgemein für das Produkt Sinn? Und wird dann dementsprechend umgesetzt. Und DACOR ist aktuell auch branchenunabhängig erfolgreich im Einsatz. Genau, falls Sie jetzt noch Fragen haben oder sich gerne mal das Produkt live anschauen wollen, würde ich Sie gerne an unserem Stand begrüßen. Das ist die Nummer 646 direkt vor dem Auditorium. Und wir sind unschwer an den schwarzen T-Shirts mit dem roten LED-Schriftzug zu erkennen. Ja. Wunderbar. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qso4u.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet.